Hallöchen und schnurzlich willkommen zurück hier bei Project Zero 2 und immer noch mit Salome, die jetzt gerade hier am Spielen ist noch. Es kommt doch nicht mal ein Hallo, weißt du? Was bist du denn für eine? Ich war gerade mit der Taschenlampe beschäftigt. Guck hier. Oh, mit der Taschenlampe. Kommt doch her, ich leuchte euch alle weg. Wie das aussieht, weißt du? Das sieht irgendwie pervers aus, was sie da mit der Taschenlampe macht. Wäre sie jetzt ein Kerl, weißt du, dann. Ja. Weil die hat das gerade so in dieser passenden Höhe. Deswegen habe ich sie ja gemacht. Die ist eigentlich ein Kerl. Aber sei beruhigt, du hast. Das ist jetzt ist die letzte. Nicht, das ist, letzte. Es nicht, ist es nicht eigentlich hier oben der nächste? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir müssen da wieder hoch jetzt. Ich hasse das. Ja, komm, wenn du tiefe, dunkle Wald. Aber sei beruhigt, das ist die letzte Folge. Yay. Die müssen wir dann halt gucken, dass wir sie halt abpassen mit einem Speicherpunkt irgendwie. Ne? Und wenn sie halt 5 Minuten zu früh sind, mein Gott, ist auch nicht schlimm. Aber ist doof, wenn wir irgendwo zwischendrin aufhören und dann erstmal irgendwie zum Speicherpunkt latschen müssen. Ja, ja, vorher geh mir nicht auf den Sack. Ich brenne. Ja, ne, it burns. Oh Gott, habe ich mich gerade erwischt. Der Ring um die Eier. Als ich die Kamera gerade so gewechselt hatte, sah so scheiße aus. Weil wenn du das so rennst. Rappam! Rappapumps. Ja, vor allem gibt es dann ja später auch die Situation, wenn du die Kamera hebst, in dem Moment taucht dann irgendwas direkt vor deiner Kameralinse auf und das ist mega assi. Was haben wir uns da mal immer erschreckt? Und jetzt haben wir doch den anderen Schlüssel vergessen, oder was? Oder hast du zwei? Ich nur einen. Musst du mich so erschrecken? Ich hab doch nicht erwartet, dass die da mal wieder erscheinen. Ja, siehst du doch, dass die da jetzt sind. Ne? Alter, mein Herz, Mann. Wie war das so plötzlich? Ich wusste, dass die kommen, aber ich wusste nicht, wann die genau kommen. Und ich bin natürlich mit, ich bin die halber von der Couch gefallen gerade, ey. Entschuldigung gerade für den Schrei, meine lieben Leute, aber... Ja, und bei mir auch, ne? Ich musste leider mitschreien, weil sie losgeschrien hat. Ich wollte sie nicht alleine lassen. Oh, wenn das immer so hell wäre. Ja. Eine lange Reihe. Jetzt sind es drei. Ne? Ringele, ringele, rosa. Ich mach mir in die Hose. Ja, jetzt sind es nämlich drei, guck mal. Ja. Ja, der eine dürfte down sein. Ja, einen habe ich erwischt. Ich freue mich dann, die Szene anzugucken. Wenn er dann so. Ja, schrei. Wo ist er denn? Man sieht nur den Stock. Wo ist der andere? Der ist, glaube ich, down, der andere. Nein. Also ich glaube mich zu erinnern, dass der zweite down ist. Der dritte ist down. Der zweite. Es ist doch egal. Es ist nur noch einer da von dreien. Echt? Ja. Haben die Hippies auch hinüber? Ja. Soweit ich gesehen habe, sind zwei von drei down. Ja, das wie schon mal erwähnt, das Einzige, was mich an diesem Teil eigentlich doch ziemlich stört, ist, dass man halt nicht mit Punkten das aufrüstet, sondern dass man wirklich erst diese scheiß Geistersteine vorher benutzen muss und das nervt so unfassbar. Hab ich dann noch erwischt. Weil im ersten Teil konntest du alles einfach mit Punkten aufwerten und mit den Geistersteinen hast du, glaube ich, die Spezialangriffe ausgeführt. Passt. Direkt verprassen. Geld haben wir genug. Geld, sage ich ja. Punkte haben wir genug. 16.000, da können wir gut was mit anfangen. Da würde ich sagen, die Sensitivität, weil ich glaube, das macht dann mehr Schaden. Haben wir noch eine Geistkugel? Guck mal, da oben steht noch eine 1. Ja. Dann nehmen wir doch, nimm die Sensitivität einfach nochmal mit rein.
schwitze. Deswegen muss mich halbe Seuche wegblasen. So warm, ey. So, wie lange haben wir? Ach, wir haben echt 5 Minuten. Darfst du noch mal. Ich hab mich jetzt so wie diesen Idioten da erschreckt. Ich hätte nicht erwartet, dass er jetzt aufkommt. Ich hab ja... Ja, und weil du, ich sag ja, ich bin, wenn ich rein aufschreie, bin ich halt auf der Couch gefallen gerade. Könnt ihr mal sehen, auch wenn ich, obwohl ich jetzt gerade so eher so klinge, als würde mir das keine Angst machen, das ganze Spiel. Ja, es ist so gruselig. Das ist so gruselig, das macht vom Zusehen her ist es vielleicht gar nicht mal so schlimm, aber spielt das echt mal selber, ne? Das ist echt mega hart. Ich habe jetzt erwartet, dass sie jetzt kommen, nachdem ich hier kurz hier vom Runtergehen war, da habe ich sie erwartet. Deswegen hab ich mich auch so böse erschreckt. Ja. Ja, das ist das Gemeine an diesem Spiel. Viele, die spawnen an verschiedenen Punkten. Und dann gibt es halt wieder diese Zufalls- und du bist. Achso, du musstest ja. Oder musstest du schon hinter zu dem Friedhof da? Ich gucke weg. Alter, bitte geh noch. Ach Gott. Ach du meine Güte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich dreh durch. Wo muss ich jetzt mal lang? Muss ich jetzt mal zu den Typen hinter? Guck mal in deinem Inventar, ob du 2 Schlüssel hast oder erst einen. Zwillingsschlüssel L? Nee, du hast nur einen. Da muss dann irgendwo noch einer sein. Es kann sein, dass der auf der anderen Seite irgendwo hinten ist. Ich weiß jetzt nicht, wo du bei dem Typen warst, ob das jetzt da oder da war, aber auf der gegenüberliegenden Seite war das. Und schon wieder die. Weißt du, der Vorteil bei Dead Space zum Beispiel ist, die Viecher kündigen sich mit Krach an, die hier nicht. Und das ist das, was so gruselig einfach ist. Auf einmal stehen sie vor dir. Und das ist gruseliger, als wenn er plötzlich mit lautem Getöse so ein Necro irgendwo aus so einem Lüftungsschacht rausspringt. Es ist einfach scheiße gruselig. Also, egal wer da jetzt dagegen hält und sagt, nee, so schlimm ist er sogar nicht, was willst du denn? Es ist scheiße schlimm. Es ist mega schlimm. Und der dritte Teil, der ist doch mal einen Ticken härter, weil man da verschiedene Charaktere steuert. Unter anderem ein Typ, der nicht kämpfen kann, sondern der sich halt wirklich nur verstecken kann, auch vor den Bossen. Und das ist so Stress pur einfach. Ich trampel über deine Seele. Ja, mach das. Am Boden leuchtet etwas. Ein lila Schimmerkristall. Einmal obspielen und noch eine Geisterkugel. Yeah. Soll ich jucken? Nein. Oh. Ist gut. Wanda hat am Ende nochmal viel gedacht. Ich denke nichts. Ja, 10 Minuten noch, dann hast du es geschafft. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass ich normalerweise... Ich glaube, hier warst du schon. Ja.
mich daran zu erinnern, dass ich... Ich habe aber nichts aufgesammelt. Dann gehen wir auf die andere Seite, da ist wahrscheinlich dann der letzte, weil ich glaube, da war irgendwo in einer Ecke hinten und da kamen auch noch mal Leute. Diese drei, wo du in dem Haus da das erste Mal hattest. Diese weißt du, was ich eigentlich noch hasse? Ja. Die Twinshäuser. Ja, wo ich dann diese Tussi verfolgt. Die nein, da verlaufe ich mich mehr so böse. Dieses Spiel ist einfach nur Stress pur. Wenn man nebendran sitzt und guckt zu, geht das gerade noch so. Oder derjenige schreit. Wenn man als Zuschauer das Let's Play dazu übers Internet anguckt, geht das auch gerade noch so. Aber wenn man selber spielt, das ist so heftig. Das ist so gruselig einfach. Dieser Stein da, der erschreckt mich jedes Mal. Statue einer Schutzgottheit. Ja, und da hinten irgendwo ist, glaube ich, das Statue einer Schmutzgottheit. Guck mal, speichern. Statue einer Schmutzgottheit. Oh, da schaffen wir das ja heute gar nicht, wo dann diese geile Szene kommt mit dem Lachen. Nee, die werden wir nicht schaffen. Weil dann müssten wir nämlich erst drüber. Vorher müssen wir, glaube ich, durch die Zwillingshäuser. Nein, Quatsch, das kommt davor. Die Zwillingshäuser ist dann das, wo du, glaube ich, verfolgt wirst. Das kommt eigentlich recht am Anfang, wo du da immer hin und her laufen musst. Glaube ich jedenfalls. Nein. Ist auch egal. Guck, da hinten ist er, der letzte. Ja. Lauf erstmal mehrfach um die eigene Achse. Und jetzt bin ich da kommen die. Da genau, kommen da sind die, diese da. Drei, wo am Anfang erst nur da stehen, bis du eine gewisse Distanz hast. Alter. Alter! One shot! So, und die anderen kamen, glaube ich, hinter mir, ne? Die müssen da hinten. Sag ich schon, die kamen da hinter mir, sind die. Moment! Die Nase ist so krass. Ein bisschen weiter vor. Jetzt! Ich muss halt da. Wenn du ein Stückchen weiter links gewesen wärst, hättest du beide noch erwischt. Ich sehe nicht, wo ich hinrenne, weil genau, die Kamera war nämlich kackt gerade. Ja, das ist halt immer so ein bisschen doof. Das ist halt noch PlayStation, wo du halt die Kameraeinstellungen nicht selber einstellen konntest. Das war halt da immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn ich da heute bedenke, hier bei Witcher und Dead Space und Co., wo du da wirklich die Kamera so drehen kannst, wie du sie brauchst. Stell dir mal vor, du hast da jetzt so eine Melodie von den Glücksbärchis drin. Meinst du, das wäre immer noch gruselig? Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Das wäre wunderschön. Stell dir mal vor, du singst selbst, ich möchte ein Glücksbärchen sein. Sie ist ein Geist. Das wäre wunderbar. Sie ist ein Geist. Glücksbärchen heulen. Flo, aber wie viel Uhr haben wir ja? 13 Minuten haben wir. Meinst du, du schaffst noch ein Stück? Weiß ich nicht. Mal, weil jetzt müssen wir durch das Tor durch, ne? Ich weiß nicht, wo ist denn da dann der nächste Speicherpunkt? Auf der anderen Seite, glaube ich. Ja, aber ich muss mir mal so vorstellen, du singst jetzt so, ich möchte ein Glücksbärchen sein, kommt ein Geist. Das wäre wunderschön. Das wäre nicht so. Nun gut, zur Not können wir auch noch 3-4 Minütchen eigentlich zum Abschluss quatschen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo der nächste Speicherpunkt dann später ist. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo im Haus, nur wo halt, ne? Nicht, dass wir dann irgendwie 10, 20 Minuten Überlänge haben oder so. Ja. Da oben ist auch dann gehängt und so. Das gebrochene Genick. Ja, ja. Das läuft dann da drüben. Und das darum und ich jetzt gerade... Was ich meine, ist hier, er säuft doch. Die wo er mal, glaube ich, missachten kann, einfach vorbeirennen kann? Keine Ahnung. Weil die immer wieder auftaucht. Ach so, die auf dieser Brücke da jetzt, ja. Oder was? War das nicht im ersten? Nein. Die ist doch hier schon so scheiße besiegen gewesen.
ist ja die, wo da so über das Wasser schwebt da immer, ne? Oder ja, so. Und deswegen... Ich glaube, die kommt... Ich weiß es nicht. Die kommt, glaube ich, wenn du zurück... Ich glaube, die... Okay, ich habe es bum bum gehört. Ja, ja, du kannst irgendwo durch ein Loch fotografieren und dann kannst du, dann siehst du die und deswegen bin ich jetzt einfach weitergelaufen. Also sonst musst du, glaube ich, die triggern. Okay, weil ich kenne das, dass die... Falscher Knopf. Weil ich kenne das so, dass du, glaube ich, auf dem Rückweg, dass die dann das erste Mal zu bekämpfen ist. Guck, Speicherpunkt. Ja, treffen muss man können, ne? So, ihr holt jetzt immer bei knapp 16 Minuten. Das reicht ja wohl. Jetzt können wir zum Abschluss noch ein bisschen was sagen. So, ja. Die Folgen von diesem Spiel, es wird halt sehr, sehr selten sein. Also es werden jetzt 4 Folgen, haben wir jetzt aufgenommen. Die werden dann, ich weiß nicht genau, wann wir die rausbringen, aber die kommen raus. Wann dann halt die nächste Aufnahmesession ist, das wissen wir halt nicht. Es kann auch Monate dauern, bis die nächste kommt. Eben, weil sie ist halt nicht so oft bei mir. Und dementsprechend kann es halt eine ganze Weile dauern, bis halt die nächste Aufnahmesession startet. Und wenn überhaupt. Ein bisschen leiser machen. Ja gut, machen wir halt jetzt ein bisschen leiser, meinetwegen. So, bitteschön. Und das können wir eigentlich auch mal auf den Öffnen, dass wir nicht ständig dieses dämliche Bild hier haben. Ich hab's ja richtig so gemacht, damit es halt einfach nur irgendwas ist. Ich kann gar nicht mal aufs Hauptmenü, nee, oder was? Raus, ach, das ist ja doof. Ah, gut, dann muss das halt eben so bleiben. Gut, naja, ihr wisst Bescheid und ihr wisst jetzt auch Bescheid, was bei mir aktuell mit dem PC los ist. Es kann halt auch eine ganze Weile dauern, bis meine normalen Folgen dann halt wieder kommen. Ein Weilchen kommt jetzt noch was, weil ich habe ja schon vorgeplant und vorhochgeladen und das geht ja alles automatisch online. Und wenn das halt alles weg ist und mein Rechner sollte noch nicht zurück sein, ja, dann tut es mir leid, wenn halt eine Weile nichts kommt, aber es geht halt nicht anders. Ja. Ja. Kann man nichts machen. Ja, durch meine eigene Dummheit, weißt du? Durch ein USB-Kabel und ein Netzteil. Ja, durch eine Überspannung. Ja. Weil er hat, wie hat er das gesagt? Weil die beiden an dem gleichen an der gleichen Steckdose, als die hingen, also am gleichen Stromnetz hingen, eingeschaltet waren und sich halt gegenseitig berührt haben an dem Netzteil und da hat es halt Batsch gemacht. Ja. Und weil halt bei ihr im PC kein Überspannungsschutz drin war im Netzteil, ist es halt passiert. Du hast die ganze Zeit gesagt, der wäre im Rechner selber drin. Ja, es gibt bei vielen Rechnern. Gibt es welche im Netzteil mit einem integriert? Spannungsschutz. Oder halt im Rechner selber. Deiner hat halt keinen integriert gehabt. Und deswegen ist er überlastet gewesen. Ja, deswegen. Na geil. Also war es noch nicht mal wirklich meine Schuld. Ja. Aber gut, ich weiß ab jetzt keine Kabel mehr hinter dem Rechner hängen lassen, egal welche es sind. Nichts mehr dergleichen, lieber auf die andere Seite rüber, da kann nichts passieren. Ja, jetzt ist halt mein Rechner vorerst im Arsch. Er fährt nicht mehr hoch, er tut sich nichts mehr, er gibt kein Lebenszeichen mehr von sich. Jetzt muss ich ihn halt am Montag einschicken. Dass er halt repariert wird und keine Ahnung, wie lange es dauert. Ich hoffe nicht allzu lange. Und es kann sein, dass vielleicht aber diese Quasselrunden weiterkommen, weil ich schätze mal, das funktioniert von meinem alten Laptop aus, weil das ist ja kein Spiel, es ist ja nur das Gequatsche aufnehmen. Ja, du kannst ja einfach ein Programm wie Outer City nehmen dafür sogar. Das ist doch doof, da habe ich doch dann kein Bild. Da muss ich dann wieder irgendwas reinschneiden und so kann ich. So kann ich. Ja, toll, weißt du, so nehme ich mit OBS alles auf einmal auf, dann muss ich gar nichts mehr machen. Von daher, ich gucke, vielleicht funktioniert das OBS auf dem Laptop, auf dem schwachen Laptop und dann kommen wenigstens noch die Quasselrunden. Und ja, mal schauen. Kann man ja versuchen, sowas wie Scriblio. Scriblio würde ich ungern spielen, weil dann spinnt wahrscheinlich das OBS wieder rum. Dass der nur noch im Desktop-Modus aufnimmt, aber nicht mehr im Spielmodus. Okay. Da habe ich ihn das letzte Mal nämlich auch neu installieren müssen. Okay. Damit das funktioniert hat. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Spiele, die wohl nicht so viel Power brauchen. Ich kann sagen, Age of Empires. zum Beispiel. Oder was hat man sonst noch? Vorausgesetzt natürlich, es braucht wirklich sehr, sehr lange, dass diverse Spiele halt warten müssen. Ich hoffe es nicht. Man kann ja sozusagen eine Age of Empires Quasselrunde versuchen. Genau, ja. Genau. Also mir kriegt auf jeden Fall schon das Ganze gewuppt. Von daher mache ich mir da nicht groß Sorgen. Und ja, ich sehe auch gerade, die Kamera gibt so langsam wieder den Stromgeist auf. Also es ist unglaublich, wie schnell die Akkulaufzeit einfach weg ist. Und ich werde das gute Stück jetzt nochmal an Strom hängen, dass wir einfach diese Sachen, die Videos runterkopieren können.
Und ja, dann sehen wir uns, wenn es dann heißt Let's Play Together Project Zero 2. Crimson Butterfly, glaube ich, heißt das. Ja, ja, ja. Eins der gruseligsten Spielreihen, die ich echt kenne. Bestimmt. Ja, und danach kam dann Dead Space. Also, wir sehen uns. Ja. Tschüss. Tschüss, macht's gut.